Hallo und schönen Dienstagabend. Hier ist direkt das Magazin in ORF 1. Ja, der Frühling ist nicht nur für viele Diätzeit, sondern auch die Zeit, um wieder fit zu werden für die Bikini-Figur. Und viele Stars machen genau das vorbildlich vor. Doch wenn Heidi Klum 8 Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes bereits auf dem Laufsteg die Sus präsentiert, dann hat sie ein hartes und schweißtreibendes Abnehmprogramm hinter sich. Unsere Reporterin Elisabeth Hötzel will sich genau dieser Herausforderung stellen. 6 Kilo möchte sie in 6 Wochen loswerden. Ein Abspeckmarathon mit vielen Hürden. I'm sexy and I know it. Sie sind durchtrainiert und super schlank. Wer hätte nicht gerne die Traummaße von Heidi Klum, Demi Moore oder Jennifer Lopez? Wer in Hollywood Karriere machen will, muss gut aussehen und dafür geben die Promis alles. Viele Stars treiben Raubbau mit ihrem Körper, um möglichst lange in das Schönheitskorsett der Traumfabrik zu passen. Sehr intensives, sehr hartes Training, das ist das Wundermittel für einen Megabody. Doch was bedeutet es wirklich, wie die Stars zu leben? Nicht mit all dem Luxus, sondern mit den Entbehrungen. In 6 Wochen zur Figur nach Drehbuch. Unsere Reporterin Elisabeth macht den Selbsttest. Wie viel harte Arbeit, Disziplin und Verzicht steckt wirklich hinter dem Körperkult der Stars? Das brennt so schlimm, ich glaube, ich will nie wieder aufstehen. Oh. Außerdem verraten wir Ihnen, wie gefährlich Diätpillen sein können. Da gab es in Einzelfällen auch tatsächlich Todesfälle schon. Mein Name ist Elisabeth Hötzel. Ich bin 27 Jahre alt und Redakteurin bei Direkt. Ein Großteil meiner Arbeit findet am Schreibtisch statt. Ich liebe Pizza und Schokolade. Sport gehört nicht zu meinen Hobbys. Ich wage das Experiment. Mein Ziel ist es, in 6 Wochen 6 Kilo abzunehmen. Ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet. Tatsache ist aber, die Bikini-Saison steht vor der Tür. Und darum werde ich darauf in Zukunft verzichten müssen. Aber wie heißt es so schön? Wer schön sein will, muss leiden. Das Experiment startet bei Ernährungsberaterin Julia Papst. Hier werde ich als erstes gründlich vermessen und gewogen. Oh mein Gott. Ich habe mich schon so lange nicht gewogen. Ich wusste nicht, dass es jetzt schon wirklich so schlimm ist. Die erste Messung zeigt, ich bin 1,59 groß und wiege 62 Kilo, habe einen Bauchumfang von 86 cm und einen Oberschenkelumfang von 57 cm. Alles in allem ausbaufähig. Und noch eines ist klar, fit ist anders. Julia nimmt das Ergebnis der Körperfettmessung sehr ernst. Du siehst hier, deine aktuelle Körperzusammensetzung unterscheidet sich schon deutlich von den Idealwerten, vor allem hier im Körperfettbereich. Anzustreben wäre in deinem Alter ca. 24% Körperfett, du liegst bei 32,3. Das geht wirklich schon ein bisschen in die Richtung gesundheitsgefährdend. Oh mein Gott. Doch ab heute soll sich alles ändern. Um die überschüssigen Pfunde schnell, aber gesund loszuwerden, ist die richtige Ernährung ganz wichtig. Dabei geht Julia auf meine Abneigungen und Vorlieben ein. Bei Obst, Gemüse und Kalorien lässt sie aber nicht mit sich verhandeln. So, dein Plan ist fertig. Mhm. Wie du siehst, es gibt 3 Mahlzeiten und einen Snack dazu. Mir ist wichtig, dass du die Mahlzeiten gut über den Tag verteilst, sodass nie Heißhunger aufkommt. Okay. Das Ganze kommt einer Promi-Diät nahe, weil es ist auf 1200 Kalorien bilanziert. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr streng. Im Klartext, ich werde meine Ernährung von bisher etwa 2500 auf 1200 Kalorien reduzieren. Verteilt auf ein Frühstück, einen Snack für zwischendurch, Mittagessen und Abendessen. Macht zusammen 1200 Kalorien. Ich dachte ja, dass die Julie mich hier auf Mini-Portionen setzen wird mit nur Gemüse. Aber es ist wirklich alles da, was ich gern mag. Mir fehlt irgendwie nichts, du hast mir nichts genommen, außer meiner Schokolade. Und also ich bin wirklich überrascht, dass ich hier relativ viel und gut essen kann. Bisher habe ich nie auf meine Ernährung geachtet. Gekocht habe ich nur äußerst selten. Regelmäßig und gesund zu essen, wird bestimmt eine große Umstellung für mich. Doch alleine die Ernährung macht es nicht aus. Ich bekomme zusätzlich einen Personal Trainer. Sein Name Thomas Rath. Auch für ihn ist mein Experiment eine Herausforderung. Ein genaues Trainingskonzept muss her. Meine Tortur beginnt auf dem Laufband. Wir machen Maximalpulstest. Wir schauen, wo die Belastungsgrenze ist, um dann fürs Ausdauertraining die richtigen Herzfrequenzen zu ermitteln. Thomas will wissen, wo mein Maximalpuls liegt.
Dazu muss ich laufen, so schnell wie möglich. So lange, bis der Puls nicht mehr steigt. Schnell wird klar, Kondition ist ein Fremdwort für mich. Oh, ist schlecht. Bereits nach 10 Minuten fühle ich mich hundeelend. Aber Thomas kennt keine Gnade. Mit einem sogenannten Maximalkrafttest werden die Gewichte für mein künftiges Training ermittelt. Thomas stellt mich schon in der ersten Stunde vor Aufgaben, die meinem sportlichen Können alles abverlangen. Zumindest der Spaß bleibt nicht auf der Strecke, auch wenn ich eher aus Verlegenheit lache. Oh Gott! Geht nicht! Doch, doch. Das geht nicht, geht nicht. Nicht einmal 20 Kilo pro Arm kann ich stemmen. Auch bei den anderen Geräten tue ich mir schwerer, als ich dachte. Nach den beiden Maximaltests bin ich fix und fertig. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Der nächste Tag. Thomas hat meine Ergebnisse ausgewertet, mit dem Ernährungsplan abgestimmt und einen Drillplan für die nächsten Wochen erstellt. Ich habe einen Tag frei, nur Sonntag. Das heißt, ich muss täglich 2,5 Stunden Sport machen. Genau. Genau. Und so sieht der Plan für die erste Woche aus. Montag bis Samstag wird trainiert. 3x Krafttraining, zusätzlich mehrere Stunden Ausdauer, zum Beispiel Laufen. Dazu kommen täglich 20 Minuten Seilspringen und aktives Dehnen. Mein erstes Training beginnt natürlich sofort und ich muss lernen, Thomas kennt keine Pause. Jawohl, 6 Kilo loswerden. Was müssen wir tun dafür? Leiden, viel Schmerz erleiden. Da müssen wir Kilos schmerzen. Kann ich mir das leichter am Anfang? Zweimal. Nein. Das sind Schmerzen und Qualen. Ja. Oh Gott, war das anstrengend. Gut, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir das Ausdauertraining. Crosstrainer wartet. Jetzt? Ja. Es geht jetzt nicht. Mir zittern so die Hände, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann jetzt unmöglich noch am Stepper gehen. Ich weiß nicht, wie Thomas es schafft, aber er motiviert mich tatsächlich noch dazu, eine Stunde auf dem Stepper zu verbringen. Für einen untrainierten Menschen wie mich sind 2 Stunden Training verdammt viel. Okay, also das war mein erster Trainingstag. Er war extrem hart. Ich weiß nicht, wie ich das 6 Wochen schaffen soll. Ich habe es mir echt einfacher vorgestellt. Ja, ich geh jetzt duschen. Doch nach dem Training ist die Schinderei noch nicht vorbei, denn nun muss ich auch noch mein Essen vorbereiten. Mein ständiger Begleiter für die nächsten Wochen ist nicht nur ein Muskelkater, sondern auch meine Homekamera. Für mich täglich frisch zu kochen ist eine ganz neue Erfahrung, das habe ich vorher nie gemacht. Was natürlich sehr nett war von der Julia ist, dass sie nur Sachen auf den Ernährungsplan geschrieben hat, die selbst ich kochen kann. Es ist allerdings einfach sehr zeitintensiv. Die Ernährung selbst ist weniger mein Problem, aber das Leben wird schon ein bisschen einsamer. Während meine Kollegen beim Dreh Pizza und Nudeln essen, sitze ich alleine im Auto. Aber vor allem der Sport macht mir schwer zu schaffen. Thomas überwacht jeden Schritt und kennt dabei nur eines, hartes Training. Sie ist sehr tapfer, top motiviert. Haut super hin. Ab und zu sträubt sie sich ein bisschen, aber dann muss ich mir nur einen kleinen Druck geben, dann geht's schon wieder. 2 nach. Ich habe wirklich jeden Tag irgendwo anders Schmerzen. Heute sind es gerade wieder extrem die Oberschenkel, ich kann kaum stehen drauf. Jede Faser meines Körpers tut mir weh. Aber es gibt auch gute Momente. Also, dass man bei einer Diät Nudeln essen darf, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Das Highlight meines Tages. Wer schlank sein will, muss sein Leben umstellen. Denn eine Wunderpille wurde bis dato nicht erfunden. Im Gegenteil, viele Diättabletten sind sogar lebensgefährlich. Wir haben einige Produkte in Apotheken und im Internet bestellt und zeigen sie Dr. Christoph Baumgärtel von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Wir haben im Diätpillenbereich sicher noch nicht den Stein des Weisen gefunden. Salopp gesagt, den Schweinsbraten weiter zu essen und nur irgendwelche Tabletten zu schlucken und dann die Traumfigur zu bekommen, also das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit so rasch nicht funktionieren. 3 verschiedene Diättabletten begutachtet der Experte für uns. Zuerst eine Pille, die man in Österreich in fast jeder Apotheke kaufen kann. 48 Kapseln kosten rund 40 Euro. Orlistat an und für sich funktioniert. Es gibt also umfassende klinische Studien, die auch zur Zulassung geführt haben.
wo also gezeigt worden ist, dass im Vergleich zu einer Placebo-Tablette hier ein zusätzlicher Gewichtsverlust möglich war. Allerdings ist der Erfolg bescheiden. Laut Studie sind nur 2 bis 3 Kilo in 6 Monaten möglich. Entschließt man sich dennoch für diese Tablette, sollte man die Packungsbeilage genau lesen, denn hier werden mögliche unangenehme Nebenwirkungen beschrieben. In deutlich mehr als 10% aller Leute, die das einnehmen, kommt es also dann zu wirklich sehr unangenehmen Durchfällen. Und das muss man sich natürlich dann auch überlegen, ob man sich das wirklich antun will. Das Internet ist voll mit verschiedensten Schlankmachern. Hier zum Beispiel eine hübsch verpackte Tablette, die auf der Homepage beworben wird als 100% rein pflanzliches Kräuterprodukt. Das, was wir in Untersuchungen gefunden haben, sind hochwirksame und hochgefährliche chemische Substanzen, eigentlich Psychopharmaka, die ins Zentralnervensystem eingreifen, mit einem sehr hohen Risiko für wirklich teilweise lebensgefährliche Nebenwirkungen. Police Academy-Star Bubba Smith wurden solche Diät-Tabletten zum Verhängnis. Er starb an einer Überdosis. Oft wird der Konsument durch hübsche Homepages getäuscht. Nicht selten jedoch verstecken sich in den Produkten lebensgefährliche Wirkstoffe, die weder angeboten noch über das Internet gekauft werden dürfen. Finger weg von Internetbestellungen. Der Konsument hat keine Kontrolle darüber, was er dort bestellt. Auch dieses angebliche Wunder-Diätpulver wurde in Österreich von vielen Menschen im Internet erworben. In diesem Präparat haben sozusagen das Sibutramin, was eh schon alleine für sich hochgefährlich ist, noch kombiniert mit einem krebserregenden Abführmittel. Und das ist so ziemlich, ja, das Schlimmste, was Sie wahrscheinlich im Internet bestellen können. Dr. Baumgärtel hat in so manch angepriesener Wunderpille schon Erstaunliches entdeckt. Wir haben in solchen Tabletten Straßenfarbe, Rattencode schon gefunden, also wirklich unglaubliche Sachen. Und von daher immer der Gang in die Apotheke absolut empfehlenswert, denn nur dort ist sicher, dass das, was Sie wollen, auch das ist, was Sie bekommen. Mittlerweile habe ich die ersten 2 Wochen hinter mir. Der wöchentliche Termin bei Julia steht an. Hat die Schinderei schon etwas gebracht? 58,2 Kilogramm. Cool. Wie viel ist das? Reicht das? Das ist absolut überdurchschnittlich für 2 Wochen. Das sind fast 4 Kilo. Und hier der direkte Vergleich. Nach 2 Wochen wiege ich abzüglich Gewand 58,2 Kilo, fast 4 Kilo weniger. Der Bauchumfang liegt jetzt bei 83 cm, auch hier fast 4 cm weniger. Und der Oberschenkelumfang hat sich ebenfalls verringert. Ich freue mich wahnsinnig über den schnellen Erfolg. Auch Julia ist mit den Ergebnissen zufrieden. Was positiv auffällt, du hast wirklich einen riesen Anteil reines Fett verloren. Das sind 3,5 Kilo reines Fett. Und dazu hast du in den letzten 2 Wochen noch 400 Gramm Muskeln aufgebaut. Super cool. So kann es weitergehen. Wie es tatsächlich für Elisabeth in den kommenden Wochen weitergeht, sehen Sie in der nächsten Ausgabe von Direkt. Also wir starten jetzt die 3. Woche. Es wird einmal härter. Jetzt geht es dann schon ein bisschen ans Feintuning. Doch für Elisabeth wird es richtig hart. Auf einmal purzeln keine Kilos mehr. Sie fühlt sich energielos. Ich bin total erledigt, habe ein bisschen ein Motivationsloch, weil auf meiner Waage nichts weitergeht und mein Körper irgendwie auch schon so sagt, ich will nicht mehr. Schafft sie es trotzdem oder muss sie das Experiment abbrechen? Ja, und spätestens am 8. Mai wissen wir mehr. Dann kommt für Elisabeth die Stunde der Wahrheit und wir erfahren im Rahmen des ORF-Programmschwerpunktes Österreich speckt ab, ob sie ihr Ziel erreicht hat. Toi, toi, toi von mir auf alle Fälle in der Zwischenzeit.